You suck. Oh, und in die Hose gepisst. Hallo, wir sind am Frankfurter Flughafen, meine Mama und ich, und wir fliegen nach Krakau. Sie hat's verkackt. Krakau. Wir sind in Krakau angekommen und ich habe direkt an der Rezeption 4 Tipps bekommen. Und wir ziehen jetzt einfach mal los, meine Mama und ich, und gucken, was wir so davon finden und werden uns durchprobieren. Und ich nehme euch natürlich da überall mit hin. Rezeptionistin hat uns jetzt nochmal zusätzlich Cafés aufgeschrieben und eine Karte dazu gemacht. Und jetzt gehen wir mal gucken, wo das alles ist. So beautiful here. I can't believe I've never been. Erste Kaffee gefunden. The fumes on your sweater smell is so lovely. And I will never sell my soul, but you could buy the lease. And don't believe in make believe, just make your ends meet. Say you're weak and end the week and never stress a thing. And we gon' go another day when we don't disagree. And when the sun shines, regardless if you do believe. Ja, gerade eben gucken wir, wo können wir essen gehen, und schon scheißt eine Taube auf Lillys Uhr und auf ihr Arm. Ich habe ein bisschen von dem Sernik, also von dem Käsekuchen, aber auch von dem Apfelkuchen Scalotta mitgenommen. Beide betrunken. Völlig fassungslos, wie billig das hier ist. Ist echt super günstig. Die ganze Wahnsinn. Esserei und 4 leckere Bier. 3, es waren 3. Nee. Mom, you had one, I had one, and then we shared one. Es waren 3. Stimmt doch gar nicht. Klar. Naja. No, we had 3. 14 Euro für alles. Yeah. Ich dachte, wir hätten Fehler gemacht. 14 Euro Alter. Für 2 Essen. Und zwar richtig mächtige Essen. Okay, kleine Kunde. Okay.
Korrektur meinerseits. Warte mal, meine Freundin. Es waren. Ist ja. Alter, aus. Wir hatten nicht 3 Bier. Wir haben uns beide verrechnet. Ja. Wir hatten 5. Lilly 4 und ich 1. So. Das ist gelogen. Wir hatten. Wait. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es gelogen, dass ich alle 4 hatte. Okay, ich habe die Quittung. 4? 4 Stück. Denn? 4? 4 Bier. Es waren nicht 5. 403, mein Gott. Ich hatte nämlich, du hattest 1. Ich hatte auch 1. Dann habe ich noch 1 getrunken. So, what the fuck happened? Hier steht doch. 4, 4, A6, Slotty. Slotty, 6 Slotties ist 1,50 €, Leute. Das Bier war so lecker. Ja, und so ein Abzocker wollte mich verarschen. Ich habe Geld umgetauscht. Und da hat der 100 Slotty behalten. Dir dann einfach eine falsche Anzahl der Schotte. Der Schotte spielt einfach. Es ist ihm egal, dass ich rede. Aber es hier ist mal ihm hin. Völlig egal. Das klärt ja. Er hat versucht, uns abzuzocken. Meine Mutter sollte 212 Slotty zurückbekommen und hat 112 Slotty zurückbekommen. Und sie, es ist ja auch schon Füße. Wieder egal, weil sie Zeig tanzt. Meine So, den Kuchen, den wir gestern gekauft haben, den Apfelkuchen und den Käsekuchen, den essen wir jetzt mal. Und ich bin gespannt, ob der Käsekuchen so viel anders ist als der deutsche. Und von dem Apfelkuchen hatte ich ja gestern schon ein bisschen was. Weiß jetzt nicht, ob der genauso ist. Okay, ist fest. Ganz viel Zitrone und Marzipan, also Mandel. Der Apfelkuchen. Krass, die sind gar nicht süß, die Apfelkuchen. Da ist nichts Süßes drin. Also das ist Zimt und Apfel und dann, was ist das für ein Teig, Mama? Mürbeteig. Sieht aus wie Mürbeteig, ja. Gut, lecker. Schmeckt wie? Zitronenkuchen mit ein bisschen Käsekuchen bei. Ja. Deswegen kaufe ich mir in Krakau einen Bagel. Ich glaube, was viele gar nicht wissen, ist, dass die Juden in Krakau die Bagel erfunden haben und haben sie dann auf der Flucht mit in die USA gebracht. Deswegen ist der Bagel dort so berühmt. Und ja, ich habe gedacht, gucken wir doch mal, was die Bagel hier in Krakau so können. Oh, das ist gooey. Mhm. Boah. Ich weiß nicht, ob das die übliche Konsistenz ist. Aber es ist schon arg zäh, möchte ich die mal behaupten. Cut. They need to see the whole thing. Okay. Interesting. Also, was ist denn das da auch für ein Schrot unten? Was ist das denn? Erde? Nee, das schmeckt mir nicht. Ja.
beim Cupcake Corner. You suck. Cupcake Corner, you suck and your cupcakes look shitty. That guy over there is watching you. Oh. I think we should go back and return it. Do you want to try? Yeah, no, I want you to be part of this experience. Do I have to? You have to. Take a bite. I'm afraid. You should be. You should be. I'm scared. Let me smell. Ooh, it smells good. It smells good. It tastes good, but the consistency is awful. Weird. So gooey. There's no salt. Ich möchte dem Bacon noch eine Chance geben. Cut. Okay. So kann ich nicht arbeiten. Nein, das ist auch nicht. Nein, ich war. Oh, und in die Hose gepisst. Guck mal, noch nicht mal die Tauben wollen das Zeug haben. Oh my God. It's pigeon mayhem. Feel the world. Make it a better place. For you and for me and the pigeons and Krakow. Look. They're going to eat us alive. Yeah. Well, that was a big thing. See, in Germany, you get stoned for feeding pigeons. Did you know that? In Germany, they stone pigeons. No, we don't like them in Germany. Natürlich haben wir nicht nur polnisches Bier getrunken und blöd rumgealbert, sondern haben uns auch das jüdische Viertel in Krakau angeguckt, was wirklich einen Besuch wert ist. Das hat sich wirklich gelohnt. Das ist super, super schön dort. Ein unbedingtes Must-See, wenn man in Krakau ist, ist natürlich das Schindler-Museum. Das war jeden Cent wert und war ganz, ganz toll. Der Suche nach dem Mondkuchen. Markowitz heißt er, glaube ich. Jetzt hat uns eben ein nettes Mädchen wieder weitergeholfen. Sehr nette Frauen hier überall in Polen. Und jetzt gehen wir einmal in das Café und gucken, ob wir da vielleicht den Kuchen finden, weil laut dem Mädchen haben die super viele traditionelle. Ja. Das war wohl nix, weil hier waren wir gestern schon. Und die haben den Mondkuchen leider nicht. Ganz toll
von Schokoladen. Und wenn ich Schokolade sehe, muss ich immer an Achim denken, weil der liebt Schokolade. Und wir werden jetzt mal ein bisschen hier was zusammenstellen und als Mitbringsel mitnehmen. Carmelo-Pralinen sind so geil. Ich hasse eigentlich Pralinen, weil ich die viel zu mächtig finde. Aber die hier sind richtig lecker und die sind so günstig. Oh mein Gott. Lukas und mein Papa mussten sich natürlich direkt erstmal einen Account im Internet erstellen und sich ordentlich nachbestellen. Little box of chocolates and I'm gonna eat them all in about 1 minute. The most unbelievable thing, I just paid 7 euros for all of this stuff. Do you have any idea where I can get it? I don't know. No, no idea. Good, thank you. Bye. Bye. Are you sad? I'm so sad. Okay, so this Hi. Is about... Can I ask you something? I'm looking for a cake that's not hot yet. It's a bakery shop, and I think they have such a cake like Makovets. It is exactly here. Yeah. I think so. Okay. Yeah. Cool. Thank you very much. Are you? I have a YouTube channel. I bake and I look for cakes in other countries. And okay. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Krakow is so cool. This place is full of surprises. It's really amazing, this city. Okay. That is the last straw. Immer in dieses reingelaufen, so viel zu überteuerte Läden. Und dann ist man schon drin und dann will man nicht wieder rausgehen. Und dann macht man immer dieses Alibi. Ja, oh, toll. Nee, ist eine tolle Jacke. Endlich haben wir Makovets jetzt gefunden. Hat gar nicht 4 Tage gedauert. Das ist komisch, weil jeder kennt's und jeder weiß, wie es schmeckt und jeder weiß, was es ist. Aber es gibt's nirgendwo. Hi, ich bin und glücklich? Yes, endlich. Boah, das sieht voll lecker aus. So, what are we doing? So, unser Krakau-Trip kommt zum Ende und wir sind jetzt am Flughafen und ich esse jetzt mein Makovets. Keine Ahnung, was alles drin ist. Ich glaube Mohn und ich sehe hier eine Rosine. Ob die da reingehört, weiß ich nicht. This is such a big piece. Is it good? Okay, Nüsse. Schmeckt Nüsse, Mohn und Marzipan. Total verrückt. Und der Teig ist wie ein Biskuitteig. Lecker. Geil, das esse ich jetzt auf. Tschüss. Tschüss. Krakow war sehr, sehr schön. Und wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir sind Polen-Fans. Machen Sie Urlaub in Polen, Ihr Auto ist schon da. Ich habe einen Mohnliebhaber zu Hause. Wer kriegt den jetzt? Die Menschen in Krakau sind so unfassbar freundlich und die Stadt ist wirklich wunderschön. Und natürlich dürft ihr es euch nicht entgehen lassen, Auschwitz und Birkenau zu besuchen.
Das haben wir beide am letzten Tag gemacht. Und im nächsten Video seht ihr dann natürlich meinen Krakau-Cupcake. Unten Makowiec, in der Mitte Skalotta und Sernik und obendrauf ein bisschen Besa. Mehr Krakau passt nicht in einen Cupcake.